Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach aus diesen Blümchen eine tolle Girlande häkeln könnt. Die haben auch so zwei Schlaufen, dass ihr die auch schön aufhängen könnt und es ist wirklich ganz, ganz einfach und es sieht super aus. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen natürlich unsere Blümchen. Ihr häkelt einfach so viele Blumen, wie ihr gerne möchtet für eure Girlande. Das Video dazu verlinke ich euch unten, falls ihr das andere Video nicht gesehen habt. Wir benötigen auch eine Häkelnadel. Ich häkel heute mit einer 4,5, eine Schere und eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Und erst einmal 12 Luftmaschen. Also ihr häkelt jetzt erstmal 12 Luftmaschen. So, wenn ihr eure 12 Luftmaschen fertig gehäkelt habt, verbinden wir das Ganze in der ersten Luftmasche mit einer Kettmasche. Wir häkeln dann 26 Luftmaschen. Also ihr häkelt jetzt einfach 26 Luftmaschen. So, meine 26 Luftmaschen habe ich jetzt gehäkelt. Ihr nehmt dann euer Blümchen. Es ist egal, welches Blatt. Wir haben hier alle Blätter gleich gehäkelt. Und wir benötigen jetzt 1, 2, 3, das vierte. Also genau die Mitte und die obere Masche. Ihr nehmt dann eure Nadel, geht in dieses vierte Stäbchen oben in die Masche hinein. Und häkelt einfach eine Luftmasche. Zieht das Ganze fest. Und somit befestigen wir das Blümchen. Ich häkel jetzt wieder 26 Luftmaschen. Der Abstand gefällt mir dabei ganz gut. Ihr könnt natürlich entscheiden, wenn ihr zum Beispiel einen größeren Abstand habt, häkelt ihr einfach mehr Luftmaschen. Ihr häkelt jetzt einfach, wie gesagt, eure gewünschte Länge oder wie ich 26 Luftmaschen und ich zeige euch gleich nochmal, wie wir das nächste Blatt verbinden. So, jetzt habe ich auch hier meine 26 Luftmaschen gehäkelt. Wir gehen wieder in dieses vierte Stäbchen oben in die Masche hinein, holen den Faden, ziehen durch, ziehen es fest. Und häkelt eine Luftmasche, um das Ganze wieder zu verbinden. Und das macht ihr jetzt einfach mit euren Blümchen, solange ihr das möchtet. Und ich zeige euch gleich, wie wir die Girlande abschließen. So, ich habe jetzt meine letzte Blume befestigt. Ihr häkelt wieder 26 Luftmaschen. So, meine 26 Luftmaschen habe ich gehäkelt. Das Einzige, was noch fehlt, ist diese Schlaufe, die wir auch am Anfang gehäkelt haben. Es ist ganz gut, wenn ihr jetzt einfach hier mit dem Finger drauf bleibt. Und jetzt häkeln wir wie am Anfang nochmal 12 Luftmaschen. 8, 9, 10, 11. Gehen dann in diese Masche hinein. Also wenn ihr euch jetzt verzählt habt, also ihr geht einfach, zählt jetzt einfach die Maschen runter und in die 13. Masche dann stecht ihr ein und beendet das Ganze auch hier mit einer Kettmasche. Wir nehmen dann einen Umschlag, gehen nochmal hinein, häkeln eine Luftmasche und ziehen das Ganze fest. Und schneiden den Faden einfach ab und ziehen es durch. Und wir sind fertig. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, sind die beiden Fäden vernähen. Das mache ich jetzt auch und dann zeige ich euch gleich, wie das aussieht. So, die zwei Fäden habe ich vernäht und unsere Girlande ist fertig. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ihr braucht einen tollen Platz, um die schöne Blumengirlande aufzuhängen. Ich wünsche euch einfach einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!